Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright. Der wievielte Part ist das jetzt, den wir hier im Prozess abhängen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es langsam zu viel, aber ich hoffe, dass wir es das heute zu Ende bringen können. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall bietet Angel Starr gerade an, Edgeworth zu retten. Was auch immer das heißen soll. Ich habe entscheidende Beweise. Wie bitte? Ist das schon wieder eine Tricklunchbox? Wird mich nicht überraschen. Entschuldigen Sie, aber wir haben keine weiteren Fragen, Forster, und wir haben vor allem keinen Bock mehr auf Sie. Ist dies Ihre Jumbo-Lunchbox? Wow, ein Dreifach-Hamburger! Aus Hochachtung für die Entschlossenheit der Zeugin gibt es eine weitere Aussage. Hör mal, Richter! Bist du immer so einfach mit Essen zu bestechen? Dann verstehe ich, wie man dich so gut in der Hand haben konnte in den anderen Prozessen. Erzählen Sie uns von diesen entscheidenden Beweisen. Wie das Lunchland-Motto schon sagte, Sie werden nicht enttäuscht sein. Zu spät. Was zieht sie diesmal aus der Lunchbox? Was übrigens ganz interessant ist, man sagt ja, Frauen haben alles in ihrer Handtasche. Sie scheint alles in ihren Lunchboxen zu haben. Das ist ja, naja, eine Lunchbox als Handtasche ist mal eine interessante Idee. Das könnte eine Marktlücke sein. Ich glaub's zwar nicht, aber hey. Ich hätte die 5 Minuten erwähnen sollen, in denen ich den Tatort nicht sah. Ja, hättest du. Und jetzt zu der Sache mit dem Schuh des Opfers. Was für ein Schuh? Hat sich den nicht erwähnt? Nein. Auf diesem Schuh fand man 2 verschiedene Blutspuren. Eine stammt natürlich vom Opfer und die andere stammt von der Angeklagten Frau Lana Sky. Dieser Schuh beweist es. Er ist ein fehlerloser, eindeutiger Beweis. Relativ. Von diesem Schuh haben wir noch nie gehört. Die Frage ist, warum sie dann davon wusste. Was? Man fand Blut auf diesem Schuh? Was für ein Schuh überhaupt? Lunchland liefert Ihnen Mittagessen und entscheidende Beweise frei Haus. Verstehe. Ergibt keinen Sinn, aber okay. Zeugin, was soll das bedeuten? Warum höre ich von diesem Schuh, von diesem Beweis jetzt zum ersten Mal? Ja, Tito. Ganz einfach, wie ich bereits sagte, ich vertraue Ihnen bei Beweisen nicht, Herr Edgeworth. Sekunde. Halt, stopp, stopp, stopp. Dieser Schuh des Opfers. Ich behaupte jetzt mal, das ist der, den das Opfer an dem Tag anhatte. Ich weiß es nicht, aber würde ich jetzt aber prinzipiell von ausgehen. Befindet er sich in deinem Besitz? Weil ansonsten hätte ihn die Polizei ja eigentlich finden müssen. Falls dem so ist, hast du Beweise vom Tatort entfernt. Auch da, ich kenne mich mit der Rechtslage nicht aus, aber ich behaupte, das ist ein Verbrechen. Weil somit du wieder alles manipulierst. Das ist auch eine Form von Beweise verstecken. Ich verstehe nicht, wie sie einen Groll gegen Staatsanwälte haben kann, die ja angeblich so viel cheaten, wenn man so will, im Gericht. Und selbst macht sie die ganze Scheiße auch? Okay, das ist Heuchelei der übelsten Sorte. Darum habe ich mir die Freiheit genommen, Selbstuntersuchung anzustellen. Du bist kein Bulle. Nicht mehr. Und Sie haben die Bluttests durchführen lassen? Hatte ich das nicht erwähnt? Nein, du hast den Schuh ja nicht mehr erwähnt. Ich habe 3 Freunde in der Forensik. Wie viele Freunde hat die eigentlich insgesamt? Wir wissen von einem in der Sicherheit, einen in der Kriminalabteilung, 3 in der Forensik? Bin ich bei 5. Sie sagt aber, die Nummer 4 wäre noch frei für den Richter. Wie dem auch sei, euer Ehren, ich kann diesen Beweis nicht anerkennen. What? Sie kennen die beiden Regeln des Beweisrechts. Regel 1: Kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden. Richtig. Also, keine Ahnung, ob so eine Regel interessiert, existiert, aber tja. Der Punkt ist, sie hat auf jeden Fall Beweise vom Tatort entfernt und damit möglicherweise manipuliert und wohl eher unnütz gemacht. Mal ehrlich.
der Stammgrad ist egal als Beweisstück. Ja, mal ehrlich, behaupten wir einfach mal, sie hat den Schuh des Opfers vom Tatort entfernt. In der Theorie, das ist etwas sehr weit hergegriffen und wahrscheinlich war es nicht so, aber es geht mir um die Theorie. In der Theorie hätte es ja auch sein können, dass sie zufällig Blutproben von Lana Sky und von Goodman zu Hause bei sich hatte oder halt irgendwo anders geklaut hat oder was auch immer und der Schuh eigentlich vorher sauber war. Ne, dann hätte sie auch Beweise gefälscht. Also, Pech gehabt. Also, das ist zumindest ein Grund, warum man den Schuh nicht zulassen sollte. Stimmt das, Herr Wright? So scheint es. Edgeworth freut sich auf jeden Fall. Nicht so schnell, Herr Edgeworth. Vergessen Sie nicht, ich war eine Inspektorin. Warst. Wie bereits erwähnt, dieser Schuh ist bereits von einem Mitglied der Forensik untersucht worden. Wie Sie sehen, wurde er vom Polizeirevier genehmigt, und zwar heute. Dann wäre wieder die Frage, warum sowas nicht bei Edgeworth ankommt. Ich weiß nicht, könnte man somit, könnten auch diese Leute bei der Forensik dafür nicht eigentlich einen Arsch aufgerissen bekommen? Könnte ich mir fast schon vorstellen. Auch die Allgemeinheit kann offizielle Beweismittel hervorbringen, Herr Edgeworth. Ja, aber nicht vom Tatort klauen, das ist eine ziemlich blöde Idee. Ist das so, Herr Wright? Scheint so. Edgeworth sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Sie könnten wenigstens mal das Beweisrecht mal lesen, also wirklich. Da die Beschwerde des Staatsanwalts keinen Bestand hat, warum auch immer, entspricht dieser Beweis wohl der ersten Regel des Beweisrechts. Nun, es scheint, als hätten sie einen weiteren Treffer gelandet, Zeugin. Ich bleib dabei, es ergibt keinen Sinn, aber okay, nehmen wir es einfach mal so hin. Alles, um die gerechte Bestrafung der Schuldigen zu gewährleisten. Ich bleib dabei, das stinkt geradezu nach... es stinkt einfach nur nach Beweismanipulation. Und damit ist sie die größte Heuchlerin, die ich je gesehen habe. Schuh des Opfers hinzugefügt. Der wird direkt untersucht. Sie können ins Kreuzfahrer einsteigen. Ja, gleich. Weißer Lackschuh mit Blutspuren von Goodman und Sky. Dumper, 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 huch. Moment. Dieses Blut, das ist von meiner Schwester, oder? Sieht so aus. Lanas rechte Hand war verbunden, als sie im Gefängnis, ich sie sah. Sie muss sich an dem Tag des Verbrechens geschnitten haben. Armes Schwesterherz. Ja, doch was mir gerade aufgefallen ist, unten drunter ist auch Blut. Hm. Hier ist auch Blut. Auf der Schuhsohle? Das muss vom Opfer sein. Er muss in sein eigenes Blut getreten sein. Dieses ganze Blut, das ist schrecklich. Dieses Blut ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Ja, mir fällt nämlich gerade was ein. Ich meine mich noch an den Tatort zu erinnern. Das Opfer lag doch mit den Beinen im Kofferraum, oder nicht? Der Kopf lag auf dem Boden. Und das ist das, was mich jetzt gerade interessiert. Weil wieso sollte dann der Schuh in Blut getaucht sein? Weiß nicht. Keine Ahnung, ob das wichtig ist, aber ich könnte es mir fast vorstellen. Ich hätte die 5 Minuten erwähnen sollen, ja. Und jetzt zur Sache mit dem Schuh. Zwei verschiedene Blutspuren stammt vom Opfer, die andere stammt von der Angeklagten. Dieser Schuh beweist, dass es ein fehlerloser Eindruck. Was beweist der Schuh? Der Schuh beweist, dass Blut von Lana und Goodman. Nein, der beweist, dass Blut von Lana und Goodman an einem Ort ist. Wovon man noch nicht bewiesen hat, dass es auch zur gleichen Zeit dahin kam. Aber ich weiß auch nicht, wie lange man solche Bluttests machen kann, ob es dafür genau frisch sein muss oder ob das auch nach, weiß nicht, 2 Jahren noch geht oder so. Da ging es ja sehr stark eingetrocknet. Okay, keine Ahnung, fangen wir einfach von vorne an. Warum haben Sie über diese 5 Minuten gelogen? Man könnte sagen, dass ich wollte, dass sich die Leute nur das Ergebnis ansehen. Ja, das wollte Edgeworth früher auch. Nur das Ergebnis. Ich habe selbst gesehen, wie die genau... Ja, ja, ja.
Daneben wird eine Lücke von 5 Minuten bedeutungslos. Naja, relativ. Warum haben Sie denn nicht einfach die Wahrheit gesagt? Lächerlich. Wir haben es mit dem am wenigsten vertrauenswürdigen bösen Staatsanwalt zu tun. Ja. Von Karma vielleicht mal abgesehen. Gefälschte und versteckte Beweise, abgesprochene Aussagen, praktisch genau das, was ich hier den ganzen Tag gerade mache, aber scheiß drauf. Ja. Meinheit ist das schäbigste aller Verbrechen, Frau Star. Bringen wir es zu Ende, damit Sie in den Knast können. Ich weiß nicht, komm mal für sowas in den Knast, ich kann es mir so schon fast vorstellen. Ja, ja, Schuh des Opfers. Sie haben diesen Schuh also am Tatort gefunden. Ich nahm die Generalstaatsanwältin fest und rief die Polizei. Ich wollte mich nützlich machen, während ich auf die Polizei warte. Ja, da du Sky wahrscheinlich nicht festhalten musstest oder so, weil sie nicht versucht hatte zu fliehen oder hast du sie K.O. geschlagen oder was? Ja, also schlichen sie sich wie ein ungezwungener Hund mit dem Schuh davon. Ich bleib dabei, das ist illegal. Das kann nicht anders sein. Naja, dieser Schuh ist eine Geheimwaffe. Gut zu wissen. Sehen Sie diesen schicken Korb, den ich hier habe? Darin befindet sich mehr als eine Lunchbox, meine Herren. Freut mich für dich und deine Lunchbox-Tasche. Ja, Frauen- und Handtaschen, ne? Wie dem auch sei, Sie haben wichtigerweise vom Tatort entfernt. Sagen Sie uns jetzt, was Sie dann taten. Schön. Sie brachten ihn also in die forensische Abteilung. Wenn Sie etwas vor Gericht als Beweis einreichen, muss es genehmigt sein. Und dazu muss der Beweis untersucht werden. Von einem professionellen Forensiker. Ja. Ich bleib dabei, es ergibt keinen Sinn, aber okay. Ja. Dieser Schuh trägt anscheinend Blutspuren. Das ergibt Sinn, nachdem hier ein Mann erstochen wurde. In der Tat. Und dieses Blut ist das des Opfers Inspektor Goodman? Wie ich schon sagte, es sind 2 Blutspuren auf dem Schuh gefunden worden. Ja, die andere von Sky. Man kann mit einem Bluttest nicht eindeutig sagen, dass dies das Blut des Opfers ist. Stimmt nicht ganz Felix. Das ist eine wirklich sehr präzise Methode. Die kenne ich. Sie wollen etwas über Bluttests wissen, Sie Anfänger? Na, reden Sie schon. Naja, also... Blut gibt es in 4 Blutgruppen. A, B, 0 und AB. Wie auch immer. Man kann mit einem Bluttest nicht ablesen, ob ein Mord kaltblütig verübt wurde. Nein, aber du kannst das Blut eindeutig einer Person zuordnen, solange du eine Gegenprobe hast. Abgesehen davon gibt es nicht nur die Blutgruppen, sondern auch noch sowas wie Hämoglobinwerte, die ganzen anderen, ganz scheiß im Blut, weiß ich, kenne mich auch nicht mehr so gut mit aus. Das war irgendwann in der Schule, wo ich das mal gehabt habe. Das ist nur eine Redewendung, Herr Wright. Hä? Wenn man die verschiedenen Bluttests kombiniert, gibt es, Millionen von Blutarten. Es ist durchaus möglich, eine Blutprobe einer Person zuzuordnen. Ja, eben. Das habe ich jedenfalls gehört. Ich habe es aber schon mal ausprobiert. Millionen Arten? Gut, keine Ahnung, wie viele es sind, aber mehr als genug. Hätte ich etwas mehr Zeit gehabt, hätte ich eine DNS-Analyse durchführen lassen. Nee, stimmt, das verwechsel ich gerade. Ich habe eine DNS-Analyse mal machen sollen in der Schule und keinen Bluttest. Aber trotzdem, es ist trotzdem wirklich ziemlich genau zum Zuordnen. Aber Sie sagten, dass es wenig Zweifel gibt, dass dies Frau Lanas Geis Blut ist. Das Blut der Verdächtigen wurde also auf dem Schuh des Opfers gefunden. Ja. Das stellt eine direkte Verbindung zum Tod von Inspektor Goodman her. In dem Punkt bin ich zwar noch ein bisschen skeptisch, aber okay, lassen wir erstmal so stehen. Ich hätte befürchtet, dass er das sagen würde. Ich kann diesen Beweis nicht kampflos passieren lassen. Sie haben die gepfefferten Fischinnereien? Naja. Ich wusste nicht mal, dass man Fischinnereien essen kann. Naja. So für unsere Mandantin. Hier steht das Wasser so hoch, dass es für eine Suppe reicht. Alright, haben Sie ein Problem mit diesem Schuh oder nicht? Ein Problem?
Ja. Okay, wir haben den Schuh untersucht, festgestellt, es ist Blut unten drunter. Ich hoffe jetzt, dass das das Problem ist, was ich suchen muss. Wenn mich nicht alles trügt, gibt es hier ein wichtiges Problem bei dem Device. Einen klaren Widerspruch. Yay. Dieses Funkeln in ihren Augen, sie sind noch junge Anfänger. So wie du scheinbar. Ich würde ja jetzt gepfefferte Fisch in den Innereien geben. Aber sie würden der Hitze nicht standhalten, oder? Na klar, was du für ein Scheiß, ey. Hören wir uns an, was der alte Wright zu sagen hat. Wo ist der Widerspruch? Ja. Okay, ich bleib dabei, es ist die Blutspur unten drunter. Ich weiß zwar nicht so genau warum, aber ich behaupte, das ist das Problem. Ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist, dass sich Blut unter der Sohle des Schuhs befindet. Legen Sie sich nicht mit mir an. Das sagtest du mehrfach. Es wird Ihr Blut unter meiner Sohle sein. Darf man das als Drohung ansehen? Das ist folglich auch nicht die beste Art. Da ist wirklich Blut unter der Sohle des Schuhs. Ergibt Sinn, das Opfer wurde mit einem Messer erstochen. Was bitte stellt an Blut unter der Sohle einen Widerspruch dar? Ich weiß es nicht. Doch, das könnte... jetzt ist nur so theoretisch. Ich meine, wir haben keine Blutlache am Tatort gesehen. Und die hätte es ja geben müssen, wenn Blut unter der Sohle ist, oder? Das könnte Sinn ergeben. Ich schätze, auf Ihrem Schuh ist auch Blut. Sie haben sich gerade in den Fuß geschossen. Hä? Schweres Publikum. Alright, gehen wir es wissenschaftlich an. Untersuchen Sie den Beweis. Scheiße, ich stehe auf dem Schlauch. Ja, hör auf hier zu labern. Ich will nur noch mal den Beweis untersuchen und habe aus Versehen einen zu weit geklickt. So. Es ist ein Problem, ziemlich sicher. Und zwar, weil halt Blut unten drunter ist. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, welchen Beweis ich an der Stelle vorlegen muss. Dass das alles wieder von vorne machen muss, nervt schon. Ja, da ist Blut unten drunter. So. Speichern. Das Problem ist, normalerweise hätte ich speichern müssen jetzt, bevor ich sage, das ist ein Problem. Hätte ich mir den ganzen Text immer wieder antun müssen. Gut, so. Was ist das Problem daran? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Oh. Okay, dann wird es eher das Foto sein, weil man da sieht, dass keine Blutlache da ist. Die Musik ist weg. Klingt gut. Das Problem liegt im Fußabdruck begründet. Fußabdruck? Beachten Sie, dass die Sohle des Schuhs des Opfers mit Blut bedeckt ist. Und ist es dann nicht seltsam, warum waren keine blutigen Fußspuren am Tatort zu finden? Das ergibt Sinn. Wie Sie sehen, gab es keine Spur solcher Fußabdrücke am Tatort. Das widerspricht Ihrer Aussage zu diesem Schuh. Das Bild zeigt nur einen Teil des Bodens. Vielleicht gab es dort doch blutige Fußspuren. Hätte es Blutspuren gegeben, wären sie gefunden worden. Wir haben den Tatort untersucht und nichts dergleichen gefunden. Ja, deshalb war mein Gedanke, dass man den Plan vorzeigen soll. Was? Gut gemacht, alright. Aber es stimmt, dass das Fehlen von Fußabdrücken einen Widerspruch darstellt. Aber dann müssen wir uns fragen, warum es keine Fußabdrücke gab. Oh. Das stimmt, es muss einen Grund für das Fehlen der Fußabdrücke geben. Emma, hättest du näher für die Schnauze halten können.
Denken Sie nach, Herr Wright, denken Sie nach. Ich weiß nicht, warum Sie fehlen. Ich bin nur gut darin, Widersprüche zu finden. Was? Ach, Edgy, was gibt's? Ich verstehe, jetzt verstehe ich es. Verstehe. Was? Unsere Zeugin ist noch fieser, als ich gedacht habe. Wir wurden bis ins Letzte getäuscht. Aber sie hat sich verraten. In ihrer Aussage steckt ein Hinweis auf die Wahrheit. Wovon sprechen Sie? Das frage ich mich jetzt gerade auch. Nö, wir sind bei 20 Minuten. Das klären wir beim nächsten Mal. Ich will aber auch wissen, worum es hier geht. Ich weiß es nämlich gerade auch einfach nicht mehr. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.